Ich stehe hier mit Dominik Pleimling. Dominik ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Mainz im Institut für Buchwissenschaften und die haben gerade eine Studie veröffentlicht zum Leseverhalten. Dominik, um was geht es in der Studie genau? Also die Studie heißt unterschiedliches Lesen auf unterschiedlichen Lesegeräten. Wir haben uns die Frage gestellt, ob man eigentlich auf elektronischen Lesegeräten anders liest als auf dem traditionellen Schreibträger Papier. Die Buchmesse 2011 in Frankfurt steht natürlich wieder unter dem Motto E-Reader, Digitalisierung. Nichtsdestoweniger vernimmt man immer wieder die Meinung, dass das Lesen von auf elektronischen Geräten ein Lesen zweiter Ordnung wäre, ein Lesen zweiter Klasse, was irgendwie auf irgendeine Art schlechter ist als das Lesen von dem guten gedruckten Papier. Dem wollten wir wissenschaftlich auf den Grund gehen, haben uns des Verfahrens des Eye-Trackings bedient, verbunden mit EEG, um die Gehirnströme zu messen und haben Probanden mehrere Texte lesen lassen, sowohl auf Papier, ganz traditionell und klassisch, als auch auf einem E-Ink-Reader, in dem Fall war es ein Kindle, als auch auf einem Tablet, in dem Fall ein iPad als Versuchsgerät. Die haben diese Texte gelesen, die Probanden, haben vorher gesagt, wie sie zu den Medien stehen. Die meisten haben gesagt, also die überwältigende Mehrheit hat gesagt, Papier ist uns der liebste Beschreibstoff, wenn wir lesen wollen, dann von Papier. Die Probanden haben die Texte gelesen und haben danach auch alle gesagt, Papier war am besten, auf Papier haben wir am allerbesten gelesen, die Schrift war am deutlichsten etc. etc. Was wir dann aber durch die wissenschaftliche Auswertung gesehen haben, war, dass das elektronische Lesen in keinster Weise schlechter ist als das Lesen von Papier. Das heißt, sowohl die Lesegeschwindigkeit war über die Geräte hinweg identisch, als auch die Hirnströme, also vor allem das Theta-Band im EEG haben wir uns angeschaut, zeigt, dass eine ähnliche Aktivierung stattfindet über die Geräte hinweg. Was wir auch festgestellt haben, war, dass das Tablet, vor allem bei den älteren Probanden über 60, dazu geführt hat, dass sowohl die Lesegeschwindigkeit höher war, als auch, dass die neuronale Aktivität darauf hinweist, dass das Lesen von Tablet-PCs anscheinend einfacher ist. Das heißt, da haben wir einen positiven Effekt gerade für Senioren festgestellt. Was man auf jeden Fall, um es auf den Punkt zu bringen, festhalten kann, ist, dass elektronisches Lesen in keinster Weise schlechter ist als das Lesen vom klassischen Beschreibstoff Papier. Das heißt, es gibt dort keinen Clash der Lesekulturen. Lesen ist und bleibt die wichtigste Kulturtechnik, ob analog oder digital. Vielen Dank, Dominik, und noch viel Spaß auf der Messe. Ja, vielen Dank.